Ja, ansonsten könnt ihr mich auch fragen, wenn ihr Interesse habt, mal Material zu testen in eurem Verein, würde ich auch vielleicht mal vorbeikommen. So, ansonsten wünsche ich euch natürlich allen viel Spaß hier beim Turnier heute und jedem natürlich den erhofften Erfolg. Und ich darf an unseren neuen Bezirksvorsitzenden, den Wolfgang Popp, übergeben. Liebe Sportfreunde, schön, dass ihr so zahlreich heute erschienen seid. Ich habe mal nachgeschaut, so in die 80er, 90er Jahre, da haben wir Teilnehmerzahlen von 250 und so weiter, haben wir bis nachts um 00:30, 01:30 gespielt. Das ist jetzt leider nicht mehr so. Ich will mir ganz kurz fassen, denn wenn ich die Videos von Stony anschaue und und der Bezirksvorsitzende hält da Reden dann und er schwenkt in die Menge, dann sieht man da gelangweilte Spieler, die endlich das eine wollen und zwar spielen. Deshalb halte ich mich hier nicht lange auf. Vielen Dank noch an die Halle, also an den Alex, an die Turnierleitung, die Familie Pape und an Christoph. Und schöne Spiele. Vielen Dank. Ich muss es sehr schnell korrigieren. Die tun bloß so gelangweilt, die sind aber hammergeil drauf, auf sehr YouTube gut zu kommen. Für diejenigen, die aber nicht auf YouTube möchten, Stony TV hat zwar, weil es eine offizielle Meisterschaft ist, das Juristische auf seiner Seite, dennoch, wenn es mir jetzt sagt, ihr wollt nicht drauf, werde ich das versuchen zu berücksichtigen. Es ist aber immer unangenehm, wenn zwei spielen und an einem auffällt, ich möchte nicht drauf, das unterbricht das Spiel, das ist für beide Spieler nicht gut. Deswegen, wer es jetzt nicht sagt, innerhalb der nächsten 10 Minuten, der hat sein Recht verspielt. Ansonsten bin ich da wirklich kulant. Jeder, der mir sagt, ich will nicht drauf und wenn ich es wieder vergesse, einfach so machen, dann reagiere ich drauf. Vielen Dank für das Verständnis. Dem jetzt alles Wichtige zu sagen oder gesagt worden ist, sage ich auch noch was Unwichtiges, die für die Gruppen. Zum Spielverlauf, bei den Gruppen sind 4er-Gruppen, 2 Leute kommen immer weiter, wir machen eine Endrunde. Ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Ich mache jetzt einen Anschiss, der trifft bloß 20% von euch, aber den muss ich loswerden. In der Ausschreibung steht drin, 20 vor 9, also 20 Minuten vor dem Spielbeginn, muss bezahlt sein an der Kasse, sonst spielt einer nicht mit. Wir haben jetzt heute eine Ausnahme gemacht. Für diejenigen, die zu spät kommen. Deswegen sind wir jetzt auch 20 Minuten zu spät dran, weil ich brauche 20 Minuten, um Schiedsrichterzettel zu machen und alles andere das organisatorisch zu regeln. Es wäre schön, wenn wir beim nächsten Turnier alle rechtzeitig da wären. Die rechtzeitig da waren, herzlichen Dank für euch. Danke für alle, die sich gemeldet haben, dass sie später kommen und sich dann an der Stelle vorab schon mal gemeldet haben, dass das nicht klappt. Und jetzt kommen wir zum wirklichen Teil. Ich lese jetzt euch die Gruppen vor. Die hängen dann auch aus. Die hängen schon aus. Okay, die hängen dann schon aus. Dann werden die Spieler einzeln aufgerufen, müsst ihr nicht nach Zeitplan, sondern also dann schon mal aufgerufen. Bitte bringt die ausgefüllten Zettel, richtig ausgefüllten Zettel, lesen, was in den Spalten steht, da habe ich auch schon oft Schwierigkeiten gehabt, die werden nicht so beraten. Danke. Dann werden wir nach den Tor- und nach den Gruppenspielen fangen wir an, Doppelrunden zu spielen. Meldet euch bitte nochmal beim Doppel, sofern ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr seid zwar beide Teile gefragt worden, vielleicht fällt einem noch ein, ich möchte auch noch gucken. Haben. Dann kommt nach den Vorrunden, dann nehmen wir die Ergebnisse aus, werden wir doppelt spielen, dann könnt ihr prüfen, ob alles so läuft, ob ihr keine Fehler gemacht habt. Dann eingehen und dann geht es wieder mit den Einzelnen weiter. So ist der Verlauf. Und jetzt komme ich zu den Hangeln, die Klasse Einzel. Der Bezirks Einzel, was ist das? Mittelfall. Gruppe 1 spielt Stahl, Markus, Wojtyla, Michael und Dötschel, Dominik. Gruppe 2, Jaros, Sebastian, Schander, Holger, Husin, Nikolai, Grabmann, Gerhard. Gruppe 3, Innen, Daniel, Ehrmann, Matthias, Sachs, Oliver, Friedrich, Martin. Gruppe 4, Kühn, Horst, Kenzlein, Oliver, Bocek. Bocek? Ja. Ja. So geht er. Mitev, Nikolai, in der Gruppe 5. Schirm, Steffen, Steinbrecher, Reinhard, Nünjung, Zuang, Hum, Baum, Peter. Gruppe 6, Kirschner Hans-Peter, Zeipel Horst, Hausner Christian, Hausner Sebastian. Gruppe 7, Krüger Kevin, Kretschmer Bernd, Schwenk Jürgen, Wolf Konstantin. Gruppe 8, Scheuerlein Felix, Mecklenburg Martin, Schwela Martin, Baum Dominik.
Gruppe 9, Kretschmer Klaus Peter, Sachs Bernd, Gabler Matthias, Reinfelder David und Gruppe 10, Hänsel Klaus, Kuhn Kevin, Decker Björn, Kübler Sebastian. Hat jeder seinen Namen gehört? Ja. Gut, dann geht es los. Ich wünsche allen viel Spaß beim Turnier. Bringt eure Zettel rechtzeitig und schnell zurück, damit ich immer in der Reihe bleibe. Viel Spaß, ihr werdet aufgerufen und der Erstgenannte holt bitte meinen Schiedsrichterzettel ab. Das Körbchen mit dem ganzen Kram. Tisch, wieder zurück. Herzlichen Dank, viel Spaß.